Und herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Break News. Heute ist es wahrscheinlich soweit, die letzte Lego News Ausgabe in diesem Jahr wird jetzt hier online gehen. Ich werde euch die letzten Lego Sets zeigen, die dieses Jahr bekannt geworden sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Fangen wir mal mit den Brickheads an. Es sind ein paar neue Brickheads auf jeden Fall wieder zu Ohren gekommen für uns. Einmal hier die 40379, den Valentinstags. Bär. Dieser wird wahrscheinlich im Jahr 2020, im Februar wahrscheinlich dann am Valentinstag oder ein bisschen vorher dann erscheinen mit 150 baubaren Teilen. Ein Brickhead ist dann dabei und zum Preis von 10 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Set, sehr, sehr gut umgesetzt finde ich den Bär. Vor allem die Ohren sind sehr, sehr gut betont und aber auch vor allem die Schnauze finde ich sehr, sehr cool. Zudem hat er auch schönes Zubehör mit diesem einen Busch da mit diesen kleinen Herzchen dran. Außerdem hat er hier eine Herzschleife und ein Herzluftballon, so wie es mir aussieht. Auch sehr, sehr cooles Zubehör. Dann auch noch auf der anderen, auf der linken Seite, dann noch eine schöne Biene mit einem Honigtopf. Also sehr, sehr schön und sehr, sehr detailreich, wie ich finde. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Brickhead im Jahre 2020, der uns dann erwarten wird. Und zwar die 40436, die Glückskatze mit 134 Teilen. Ein Brickhead ist ja hier auch nur dabei. Und zum Preis von 10 Euro kann man auch das Ganze erwerben. Ich finde es ein sehr, sehr cooler Brickhead. Die Glückskatze ist sehr, sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Vor allem die Schnurrhaare kommen hier sehr, sehr gut zur Geltung. Aber auch das Halsband ist sehr, sehr cool gemacht. Zudem sind auch noch ein paar schöne Goldsachen dabei, was dann auch ja, das ein oder andere Geldstückchen wird da auch noch dabei sein. Ich finde die Katze sehr, sehr gut umgesetzt, wie gesagt. Nur ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn die auch zum Beispiel wackelt, wie die richtigen Glückskatzen, die dann auch so ein bisschen winken und sowas. Das hätte ich noch ein bisschen besser gefunden. So, dann kommen wir nun zu den neuartigen Brickheads, wenn man das so sagen darf. Und zwar einmal hier haben wir die 40383, das ist die Braut. Die wird definitiv im Jahr 2020 im Januar erscheinen mit 306 Teilen. Ein Brickhead ist hier dabei. Aber in diesem Set sind ja 306 Teile dabei, es sind sehr, sehr viele verschiedene Teile dabei. Man kann die Brickheads ein bisschen vom Gesicht her custom, man kann ihnen andere Hautfarben oder auch andere Frisuren verpassen, was ich sehr, sehr cool finde, um ehrlich zu sein. Feiere ich sehr, sehr hart, dass Lego diese Idee gebracht hat. Da kann man auch sehr, sehr viel in Zukunft noch mitmachen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie Lego das Ganze in Zukunft dann nochmal umsetzen will. Es gibt da quasi dann wie für diesen Brickhead mehrere Varianten. Der kostet, ich weiß, wisst noch nicht ganz so genau, wie viel der kosten würde. Ich würde mal denken, 15 bis 20 Euro. Ich habe jetzt mal hier 15 Euro hingeschrieben, weil es einfach die mehr Teile sind als die anderen Brickheads. Aber da ist leider auch noch nichts Genaueres bekannt. So, wir haben natürlich auch noch einen passenden Bräutigam mit der Setnummer 40383. Dieser wird ebenfalls im Januar im Jahr 2020 erscheinen mit 255 Teilen. Hier ist auch ein Brickhead dabei mit mehreren Bauvarianten, verschiedene Hautfarben und auch verschiedene Zubehörteile, wie hier die Brille oder den schönen Hut. Der ist ebenfalls dabei. Da wissen wir ebenfalls nur nicht, wie viel der kostet. Von daher denke ich mal auch mal so im Preisrahmen von 15 bis 20 Euro. Auch ein sehr, sehr cooler Bräutigam, ich finde. Passt auch sehr gut zusammen. Kann man schön verschenken. Zum Beispiel an Hochzeitspaare kann man ihnen die beiden Brickheads einfach schön verschenken. Da gibt es ein bisschen Bauspaß zur Hochzeit. So, jetzt kommen wir nun zu den zwei neuen Extra-Sets. Einmal hier haben wir die Set Nummer 40375, die Sport Accessoires mit 36 Teilen wird ebenfalls im Jahr 2020 im Januar erscheinen. Keine Minifigur ist diesmal dabei und zum Preis von 4 Euro ist es auf jeden Fall ein ziemlich gelungenes Set, wie ich finde. Man hat hier zwei Skier dabei, aber auch sehr, sehr coole andere Sachen, zum Beispiel hier einen Bogenschießstand und außerdem noch zwei Hockeytore. Also da kann man, wie ich finde, nichts falsch machen. So, dann gibt es aber noch ein Extra-Set und zwar die 40376, die Pflanzenteile ebenfalls aus dem werden sie im Jahre 2020 erscheinen, ebenfalls im Januar mit 32 Teilen. Keine Minifigur ist auch hier dabei. Und zum Preis von 4 Euro kann man auch dieses schöne Set erwerben. Das ist ein kleines Zubehörteil für Pflanzen. Es gab ja bereits schon ein Pflanzenteil. Das ist jetzt noch eine etwas neuere Version mit den neuen Teilen, mit neuen Blüten. Und da hoffe ich mal, dass wir von den neuen Blüten und den neuen Blumen in Zukunft auch noch mal mehr sehen.
So, dann kommen wir hier zum vorletzten Teil. Einmal hier haben wir die 40385, den Siegerpokal aus dem Jahre 2020. Er wird dort dann erscheinen im Januar, vermutlich mit 200, exakt 200 Teilen. Minifiguren sind hier nicht dabei, aber zum Preis von wahrscheinlich 15 €. Da wissen wir leider auch noch nichts Genaues, aber ich würde mal denken, da kann man auf jeden Fall mit 10 bis 15 € mitrechnen. Ich finde es eine sehr, sehr coole Idee, dass man auch hier einen schönen Lego-Pokal raushaut. Das haben sich ja auch viele Fans gewünscht. Den kann man hier auch noch schön custom. Es gibt nämlich verschiedene Teile, Platten, die man da dranhängen kann. Zum Beispiel hier Nummer 1 oder Best Mom, Best Dad kann man da einfach dranhängen und so sein Pokal quasi eigens customen. So, dann gibt es aber auch noch hier die 40382, die Geburtstags- Torte oder das Geburtstagsset im Jahr 2020 wird auch das erscheinen, vermutlich im Januar. Die Teilanzahl ist noch nicht genau bekannt. Minifiguren ist hier ein schöner Clown oder ein Geburtstagsclown dabei und zum Preis von wahrscheinlich 10 €. Leider wissen wir da auch noch nichts Genaueres, aber ich würde mal schätzen, 10 € kann man auch dieses schöne Set erwerben und man sieht auch, das kann man auch sehr, sehr schön custom. Es gibt verschiedene Zahlen, kann man auch jedem eine kleine Freude an seinem Geburtstag machen, wie ich finde. So, das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch jetzt noch frohe Weihnachten und ein frohes Fest mit euren Verwandten und eurer Familie. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hier links seht ihr noch zwei Videos, die könnt ihr auch gerne mal abchecken. Und rechts könnt ihr dann auch noch meinen Kanal abonnieren. Das war's dann mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal, eure Brick News.